Hallo, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das freut mich wie immer sehr. Es ist mal wieder Zeit für mich, die Erde zu verlassen und heute reise ich mit euch in die Galaxie. Also legen wir direkt los. Viel Spaß beim Video. Für unser heutiges Kunstwerk habe ich eine 30x30 cm runde Leinwand vorbereitet. Ich habe die hier auf meiner Drehplatte platziert. Gut, meine Lieben, ich werde die Farben Violet Red, Pink, Türkisgrün, Himmelblau und Schwarz verwenden. Das werden heute unsere Galaxiefarben. Und ich starte. Ich hätte mal mit Handschuhen starten sollen. Aber was sind schon schmutzige Finger? Das gehört dazu. Okay, ich starte mit ein bisschen schwarzer Base in die Mitte. Da brauchen wir auch echt nur ganz wenig. Das werde ich, das werde ich jetzt ein bisschen ausdehnen. Wir werden nachher noch ganz viel Farbe nachtragen, aber das ist nur, dass unser Cup, den wir gleich setzen werden, gleich mal eine Basis hat. Also, ich schnappe mir meinen Half Cup. Mach vielleicht noch ein bisschen schwarze Farbe drunter. So. Ich schnappe mir meinen Half Cup, setze ihn in die Mitte. Sollte schon ungefähr ziemlich die Mitte sein. Ach, ihr kennt mich, das ist ja immer meine Spezialität. Aber ich denke ungefähr so. Und nun beginne ich unsere Galaxie zu formen, unsere Farben zu schichten. Ich beginne mit Violet Red. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist Himmelblau. Und ich schichte zwischendurch immer mal wieder eine Schicht schwarze Farbe. Ich möchte das Bild trotzdem sehr dunkel halten. Ich möchte nur, dass die kleinen Sterne oder Planeten, wie man sich das dann vorstellen möchte, es jedem selbst überlassen, ein bisschen hervorkommen. Ja. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist Pink. Türkisgrün wird die nächste Farbe sein, die ich verwende. Ihr könnt schon sehen, hier kommen unsere kleinen Bubbles. Und immer wieder eine Schicht schwarz. Was ihr jetzt auch machen könnt, ihr könnt zwischendurch mal mit dem Brenner drüber gehen, um zu gucken, ob sich eure Zellen entwickeln. Das werden wir jetzt auch hier gemeinsam machen. Ja. Schaut mal, wie schön das aussieht. Ich liebe es jetzt schon. Okay, aber ich möchte noch ein bisschen mehr Farbe. Ich beginne wieder mit Violet Red. Anschließend Himmelblau. Ein bisschen schwarz. Ein bisschen pink. Ein bisschen himmelblau. Und noch einmal schwarz. Ich glaube, ich habe mittlerweile genug Farbe auf meiner Leinwand. Ich werde jetzt noch einmal hier mit dem Brenner drüber gehen. Schaut mal. Das ist so großartig. Das ist wie Magie. So, okay, okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe hier drunter noch ganz, ganz, ganz viel Farbe. Ich möchte das Ganze ein bisschen mehr in die Mitte bringen.
Sag mir mal, ist das ungefähr die Mitte? Ich hoffe. So. Ich werde keine Farbe mehr nachtragen. Nein, ich lasse das so, wie es ist, weil ich möchte mir hier diese schönen Muster und Zellen nicht kaputt machen. Nun werde ich in einer kreisenden Bewegung meinen Cup abheben. Also ihr seht, ich rolle den, dass wir so ein bisschen ein Black Hole schaffen. Ja, das finde ich wirklich super schön. Einmal noch kurz mit dem Brenner drüber. Und jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen ausdehnen. Bitte drückt mir die Daumen, dass ich es jetzt nicht kaputt mache. Also, vorsichtig. Oh mein Gott, ich liebe das, ich liebe das. Oh mein Gott, ich liebe das, es sieht so schön aus. Ich finde dieses Violettrot, was sich jetzt ganz außen zeigt auf unserer Leinwand, ist einer meiner allerliebsten Lieblingsfarben. Ich finde, das ist so schön. Okay, ich glaube aber, dass ich hier drunter immer noch Tons of Farbe habe. Jetzt experimentieren wir ein bisschen rum. Ich nehme mir ein mittelgroßes Palettenmesser. Oh Gott, ich habe Angst. Und möchte den Kreis hier noch ein bisschen auswirbeln. Schauen. Es kann auch sein, dass wir hier tatsächlich nur noch schwarz haben, aber das glaube ich nicht. Hier kommen sie. Ihr müsst euch, wenn ihr Zellen macht oder ein Zellenbild, eine Galaxie, wie auch immer, müsst ihr der Farbe auch immer ein bisschen Zeit geben, bis die Zellen halt tatsächlich nach oben an die Oberfläche kommen. Ja, hier sind sie. Okay, meine Lieben, ich möchte noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich finde es so schon echt schön, aber vielleicht möchte ich die Mitte noch ein bisschen färbiger machen. Ich nehme mir ein bisschen von meiner rot-violetten Farbe und swipe einmal vorsichtig über die Mitte drüber. Ja, ich nehme noch ein bisschen Farbe auf. Schaut mal, das ist cool. Hier beim Swipen müsst ihr echt ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben in unserer Mitte die meiste Farbe. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr das macht, geht wirklich ganz, ganz vorsichtig mit wenig Farbe nur über die Oberfläche. Aber schaut euch das mal an, das macht das Ganze ja noch viel interessanter. So, wo ist mein Brenner? Hier. Ja. Okay, meine Lieben, ich bin zufrieden. Ich finde, diese kleinen Details in der Mitte, die haben es echt nochmal aufgewertet. Jetzt hole ich euch gerne ein Stück näher ran, dann könnt ihr euch das angucken. Also, meine Lieben, man kann gut erkennen, wir haben keinen Cell Activator benutzt, dass sich trotzdem hier schöne kleine Zellen gebildet haben. Natürlich verschwinden die durch das Ausstretchen immer ein bisschen, aber ich finde, es ist ein tolles Farbspiel. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen möchtet, ich mache immer tolle Experimente hier auf meinem Channel, lasst mir gerne ein Abo da und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!